Verkehrslösung. Was man derzeit nur in einer Visualisierung genießen kann, wird in wenigen Jahren Realität. Die Unterflurtrasse des Grazer Südgürtels. Dann wird diese durchgehend vierspurige Straßenverbindung von Webling nach Messendorf fertiggestellt sein. Sie wissen, dass im Süden von Graz eine gute Verkehrsverbindung notwendig ist und sich seit Jahren der Verkehr in diesem Bereich staut. Wir unzählige Anrainerbeschwerden haben, aber natürlich auch die Wirtschaft sagt, dass das Land, die Stadt handeln muss. Und wir stellen damit eine moderne Verkehrsverbindung her, wie sie unsere Landeshauptstadt auch wirklich verdient hat. Die letzte Lücke im Südgürtel klafft von der Puntigammer Brücke bis zum Liebenauer Gürtel. Sie wird durch den etwa 1,5 Kilometer langen Tunnel geschlossen. Dieses Projekt macht nicht nur dem Stau in diesem Gebiet ein Ende, sondern schafft auch neue Lebensräume. Der Stadt bringt eben eine Entlastung, jetzt finanziell natürlich jetzt einmal ein Aufwand, aber das ist im Verkehr einmal so, bringt aber in weiterer Folge vor allem Flächen, die eben dann frei werden an der Oberfläche, wo man städtebaulich wieder etwas tun kann, sowohl in Hinsicht auf Wohnbau, aber auch in Hinsicht auf öffentlichen Verkehr und Rad- und Fußwegeausbau. Also das ist schon wirklich eine attraktive Situation, die wir dann vorfinden werden. Bevor der Tunnel gebaut werden kann, muss Platz geschaffen werden. Hier ist ein Großteil der Arbeit schon gemacht. Die städtische Aufgabe ist ja bei diesem Projekt, die Grundstücke bereitzustellen. Das heißt, wir haben über die Immobilienabteilung der Stadt Graz bereits 150 Gespräche geführt. Drei Viertel der Grundstücksablösen sind bereits vertraglich gesichert. Der Rest ist derzeit in Verhandlung und es ist sicher, dass es zu keinen Verzögerungen kommt jetzt bei den restlichen Verhandlungen. Im Vorjahr wurde mit dieser Baufeldfreimachung, also der Entfernung von allem, was dem Tunnel im Weg steht, begonnen. Heuer wird sie abgeschlossen. Wir werden sämtliche Häuser, sämtliche Leitungen, das sind also Gas, Wasser, Kanal, Abwasser, Telekabel verlegen und entsprechend sozusagen die Baumaßnahmen für 2013 Ende 2014 vorbereiten. Und wir haben immer gesagt, 2016 ist für uns das Ziel, fertig zu werden. In 3 Jahren wird es also soweit sein. Dann werden wir nicht nur virtuell durch den Tunnel des Südgürtels fahren können. Wir freuen uns schon drauf.